Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part auf meinem Kanal, nämlich Inception 2. Ich habe mir gedacht, dass ich einen neuen Server... Ups, das wollte ich gar nicht. Dass ich einen neuen Server anfange, einfach weil ich auf in Tarsia 2 Moment so nichts zu machen habe. Und... Habe ich mir so, dann habe ich mir gedacht, ja, was gibt's denn für P-Server, was könntest du denn machen? Und ja, ich bin halt einfach auf Inception 2 gekommen. Das ist so, ich weiß gar nicht, ist das ein Middle School? Ich glaube so Old School, Middle School, New School, ich weiß noch nicht. So ein bisschen eine Mischung aus allem, habe ich das Gefühl. Aber ich kenne den Server nicht, ich habe ihn selber noch gar nicht gezockt. Ich habe den Client gerade jetzt vorhin runtergeladen. Und jetzt logge ich mich auch zum ersten Mal ein. So. Läuft bei dem 100, Level 102er. Würde ich sagen. So, Venture können wir gleich mal anziehen. Das ist wahrscheinlich so ein permanenter Vier. Und hier Erfahrungsring kann ich auch mal hier runterpacken. So. Als erstes bonieren wir mal die Rüstung. Weil ich hier TP drauf haben will. So. Jo, live. 2K TP 5. 10 Nahkampftreffer reflektieren. Ja, das ist okay. AGU wäre eigentlich auch nice. Ja, habe ich schon drauf. Lasse ich dann auch einfach so. Dann möchte ich hier noch TP. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist mit den Bonis. Irgendwie, ob die hier vielleicht mega krass viel, dass ich jetzt hier mega viel TP haben könnte oder so. Aber spielt ja keine Rolle. So, was habe ich hier? Pfeil dafür, ja, das lasse ich dann. So, Schwert. Und Ohrringe. Ohrringe, was habe ich jetzt hier drauf? Auch Crap eigentlich. So, ja, Tiere, was will ich mit Tieren? Ich bin eh nicht lang auf Web 1. Ja, Pfeil def. Hier. Oh, nee, brauche ich nicht. 10 Wit, 5 Gift, 10 dB. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so. Es sind wahrscheinlich noch ziemliche Crap-Sachen. Man könnte wahrscheinlich viel bessere Dinge haben, aber ist ja egal. So. Und ich sollte vielleicht mal CH wechseln auf CH2. Hier gibt es einen CH-Wechsler, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Ja, der ist eigentlich ziemlich chillig. So, Fischer-Event. Geht zum Fischer. Für mehr Informationen mache ich jetzt einfach mal nicht. So, es gibt ein Anfänger-Dito. Ruf bei Benutzung, Doppelgänger, bla bla bla. Der Doppelgänger hilft dir im Kämpfen gegen Monster, aber nicht gegen Spieler oder so. Das weiß ich schon ungefähr, glaube ich. So, dann kann ich jetzt hier aufsteigen. Und den Metin hauen. Und das Dito haut einfach mit. Jetzt haben wir gerade gesehen, also ich habe es zumindest gesehen, dass eine Muschel ins Inventar gekommen ist. So wie es ausschaut, kommen die automatisch ins Inventar. Die Muscheln. Und der Dito macht, glaube ich, dem Metinstein keinen Schaden, aber soweit ich weiß, den Tieren einfach Damage, den Monstern halt, in diesem Fall Tiere. So, Pfeilregen, Mob und Segen. Das Segen nehme ich jetzt einfach mal mit und packe das auf meine vierte Seite. Ich gucke jetzt mal kurz. Okay, Teamler ist leer. Teamlerliste. Alles klar. Bärenjagd. Jetzt müsste ich irgendwie bis Grizzlybären und Bären und so töten.
Aber ich glaube, die Quest mache ich jetzt einfach mal nicht, weil das einfach langweilig ist, habe ich das Gefühl. Federschreitenden Angriff plus Stein des Durchbruchs. Plus Dreiersteine kann man, glaube ich, beim Seon Pyong appen. Ömundi. Locker. Flockig. Läuft auf jeden Fall. Verteidigung, Intelligenz. Irgendwie Crit oder DB-Kampf. Ich weiß gerade gar nicht. Muscheln, kriege ich da Perlen raus? Ja, kriege ich. Okidoki. Zerstören. Obwohl Muscheln. Da könnte man wahrscheinlich Dings. Steinstücke, sorry. Könnte man wahrscheinlich tauschen. Ninja, Drachengrill, Stampfer. Nee, nehme ich jetzt einfach mal nicht mit. Ich werde mir einen Körperkrieger machen, nämlich. Und eigentlich habe ich die doch angemacht. Okay. Jetzt ist okay. Ja. Jetzt seit langem wieder mal ein Video von mir. Sorry dafür. Das Problem ist halt, dass ich dass ich Ferien hatte. Verzappte Rüstung. Oh nee, nicht Drachenschießen. Zerstören. Verzappte Rüstung. Nehme ich jetzt mit. Ja, ich war in den Ferien. Und ich habe ja letztens gelivestreamt, da haben allerdings jetzt nicht so viele Leute zugeschaut und so, ist auch nicht so schlimm. Ja, mit denen, die zugeschaut haben, hat es auch Spaß gemacht. Ja, doch. Schwertschlag HDD nehme ich jetzt auch mal mit. Ich habe keine Ahnung, ob die hier was wert sind, aber ich meine, wenn wir uns dann mal eine Buff machen würden, dann wäre es nicht schlecht. So. Okidoki. Ja, ich würde sagen, dann killen wir jetzt noch den Mädchen hier. Und dann gehen wir unsere Ausbildung abholen. Ja, wieso ich jetzt eigentlich Inception 2 spiele, hat den einfachen Grund, dass ich auf Tarsia 2 im Moment keinen Bock habe. Kann ich eigentlich nicht sagen. Ich hätte schon Bock. Nur weiß ich im Moment nicht genau, was ich machen soll halt. Ja, PvP habe ich eigentlich keinen Bock da zu machen, weil ziemlich wenig Leute unterwegs sind. Und wenn, dann sind sie einfach höher als ich. Auf Level habe ich auch keinen Bock. Aber ja, doch. Zerstören, so. Ich glaube, ich behalte die Steinstücke einfach gleich. Weil ich so das Gefühl habe, die kann man gegen was tauschen. Beziehungsweise gegen Perlen tauschen. Ist auf vielen PS-Servern so. So, Furcht nehme ich jetzt auch mal mit. Vielleicht kann man das ja verkaufen. Ja, ich habe eigentlich gar keine Info zu Inception 2. Ich habe immer gelegentlich so ein LP angehört vielleicht. Aber mehr eigentlich auch nicht. Von daher weiß ich jetzt gerade nicht, wie das hier so läuft. Ne Reck, habe ich jetzt zu wenig Dings. Young, aber ist nicht so schlimm. Und wir nehmen Körperkampf. Ja, bla 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 bla. Trainiert, bla bla bla. Beginnen. Und so, 15 Fertigkeitspunkte, weil wir Level 16 ja sind. Ja, wie ihr gesehen habt, Dreck kann man da gleich kaufen. Ein Reittier, okay. Dito, kann ich das jetzt so wegmachen? Ja, kann ich. Läuft. So, da kann ich hier zum Beispiel Exosokon sich ziemlich billig kaufen. Nice. Segis sehen anders aus, kosten jetzt auch nicht so viel eigentlich. Keine Ahnung, ja. Tinktur der Reiche. Ich glaube, der ist unendlich. Hoffe ich doch. So, was könnte ich noch anschauen? Den Schmied, aber ich denke nicht, dass der was. Nee. Der hat nichts Besonderes. Seon Pyong. Vielleicht kann ich hier Steinstücke tauschen. Nee, kann ich nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal den Warpring in Blaues Reich Map 2.
So, wie es ausschaut, gibt es ja auch ziemlich oft Events oder so, beziehungsweise es läuft gerade. Das Fischer-Event, ich denke mal, hier wird öfters mal ein Event sein. F5 PvP-Spiel. Ich muss mich kurz muten, weil ich niesen muss. Moment. So, fertig genießt. Oh, es tut mir leid, dass ich jetzt so erkältet ein Video mache. Aber oh, es nervt einfach nur. Brutaler Bogenschütze. Jetzt gleich mal so ein Dings droppen, das wäre schon nice. Geil, wie der Dito kommt und einfach gleich auch anmacht. Finde ich richtig nice. Und der heißt ja Anfänger Dito. Ich glaube, den kann man dann auch verbessern, so wie es ausschaut. Aber ja, das werden wir dann, denke ich, noch sehen. Wie das funktioniert mit dem. So. 35er Meeting kloppen. Sollte gehen. Dito rufen. Okay. Läuft bei dir. Gleich mal Aura machen. Wieder aufsteigen. Ja, doch, der geht schon down. Noch mal grünen Pott und so rein poppen. Ah ja, es tut mir einfach leid, dass ich im Moment erkältet bin, aber ja, was will man machen? Also eigentlich bin ich nicht erkältet, sondern ich habe so Allergien. Und ich habe im Moment so ein Dings, ich mache so eine ja, Therapie, kann man nicht sagen, das klingt ja wie, als ob ich zum Psychologen gehen würde, ist nicht so. Nee, einfach so, dass ich da so hingehe, dann macht er mir eine Spritze und dann sollte ich eigentlich immun gegen diese Allergie sein, beziehungsweise gegen das, was ich allergisch bin jetzt. Und das, ja, fickt halt ein bisschen mein Immunsystem. Deshalb jetzt ein bisschen so, als ob ich erkältet wäre. Aber ja, wird, denke ich, wieder. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier droppen. Ich denke dann, ich möchte eigentlich auch so schnell wie möglich ins OTM gehen, damit wir Selis droppen. Beziehungsweise Aura-FPs, keine Ahnung mehr, wie die. Oh, ich hätte schauen können, ob man die Aura-FPs irgendwie bei der Dings kaufen kann. Furcht nehme ich jetzt mit. Furcht. So, ja. So, springt um, bitte. Von 16 auf 17. Ne, warte, bei 16. Ja, doch, doch, ist, glaube ich, richtig umgesprungen. Ja, ich glaube, ich klappe jetzt hier nochmal Metin. Dann gehen wir nachher kurz Map 1. Zum Ausbildner. Schauen, ob der mir FBs verkauft oder nicht. Sonst, ja gut, würde irgendwie keinen Sinn machen, wenn wir FBs kaufen könnten. Aber man muss sie trotzdem so droppen. Ne, ich denke schon, dass man die fahren muss. Wir gehen gar nicht erst schauen. Ihr könnt es ja sonst in die Kommis schreiben. Lederstiefel plus 8. Okay, die nehme ich mit. Okay, die nehme ich mit. Die nehme ich mit. So, 2 KTP. Angriffsgeschwindigkeit, Glocken der Phalanx. Nee, komm. Ich will zwar 2 KTP, aber komm, da geht doch noch was. 2,5 KTP Angriffs Pfeildef, Doppel Pfeildef. Aber die kann ich noch nicht anziehen. Das ist jetzt ein bisschen blöde, aber egal. Ja, doch. Drachenwirbel Schnelligkeit brauche ich nicht.
So, dann schaue ich mir das gleich nochmal an. Ich denke, wenn ich privat, wenn mir der Server jetzt wirklich gefällt, dann werde ich privat auch anfangen. Nur würde ich mir dann wahrscheinlich ein Ding erstellen. Ein Vasu. Weil ich Vasu-Fan bin, so zum Zocken alleine. Oder halt so, ja, mit Kumpels. Einfach nicht für Let's Play. Weil man da auch mal locker AFK gehen kann und ein bisschen leveln. Kann man zwar jetzt hier auch oder so. Einfach solche Sachen. Und Vasu ist für mich eigentlich der beste PvM-Char. Auch PvP ist eigentlich nicht schlecht im High Level. Ja doch. Wahrscheinlich ist das jetzt noch Crap und so, aber ich glaube für den Anfang reicht das für uns. Ich überlege mir gerade, ob sich das lohnen würde, Lederstiefel mitzunehmen und zu verkaufen. So, jetzt mache ich mal Kampfrausch an. Macht das jetzt mal Nito auch? Ja, macht er auch. Aura vielleicht auch, wer weiß. Nee. Weil ich aufgestiegen bin, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Aber Kampfrausch hat er auch angemacht. Sieht nice aus. So, jetzt nicht wirklich so ein gutes FB oder so rausgekommen. Wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz Tal von Regierung Mitte. Ja, ich mache jetzt den Part einfach noch mal kurz ein bisschen. Oh, Level. Ich habe gerade 90 gelesen, aber ist nicht so. Dito rufen. So, und den kill ich jetzt mal vom Boden. Das geht zwar richtig scheiße, aber ist doch egal. Ist mir egal, ist mir egal. Ja, Rest kommt wieder auf Kampfrausch. Ich habe jetzt einfach mal einmal Schwertwirbel gemacht, damit ich, beziehungsweise wir, der Dito und ich, den Oberog einfacher killen können. Weil, wenn er Dings SW macht. So. Hier den Oberog down kloppen. Mal gucken, was der so droppt. Ich bin gespannt. Nice, dass wir den hier gerade gefunden haben. Buch des Anführers. Ach, auch geil. Nice. Oberg-Truhe, da kam jetzt Diebeshandschuh. 2 Stunden, okay. Young ist jetzt nicht die Welt. Das sind eher kleine Drops, aber ich nehme jetzt mal ein bisschen mit. So. Wir schauen mal, ob wir jetzt so ein Mädchen hier packen. Ich bin gespannt mit dem Dito, wie das geht, ob das geht. Aber wir werden sehen. Mit Level 21 OTM Farm läuft bei mir. Ja, vielleicht, wenn ich sowieso schon die ganze Zeit am Rumlabern bin, ein paar Infos noch sonst. Ich gehe ja. Ich weiß gar nicht, was das. Ich wohne ja in der Schweiz. Das ist einfach die letzte Volksschule halt so, bevor man dann ins Berufsleben kommt. Dann macht man halt bei uns so eine Lehre. Das ist, glaube ich, in Deutschland genauso. Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir da einfach eine Abschlussarbeit machen. Und da müssen wir mindestens 10 Seiten Doku schreiben, also das Dings dokumentieren, unsere Arbeitsschritte etc. Und wie soll ich sagen, ich finde das richtig crap und ich bin mit dem im Moment brutal beschäftigt, dass ich eigentlich fast keine Zeit habe, Let's Plays zu machen. Aber ich hoffe jetzt, ich probiere einfach das jetzt durchzuziehen, so halt mit weniger Videos. Leider auch schon 1 oder 2 Abonnenten verloren. Ja, ist halt schade eigentlich. Aber bin ich sozusagen, ja, wie selber schuldig? Ja, nee, eigentlich auch nicht. Ich habe halt einfach keine Zeit. Ist halt Kacke, aber was will ich machen? Nun ja. Aber das ist, die müssen wir am 3. April abgeben.
Dann werde ich noch was Kleines, noch so eine PowerPoint machen müssen und das vortragen und so. Allerdings, da werde ich wieder Zeit haben, aktiv zu Let's Playen. 4. Mai, glaube ich, ist das, wo ich die abgeben muss oder so. Und dann, ja, ist nicht mehr lange, bis ich dann wieder voll durchstarten kann. Hier droppt man 3 FPs, ist nice, ist nice. Alter, wie schnell der Overarch spawnt. Finde ich eigentlich geil, muss ich sagen. Jetzt killen wir den einfach nochmal. Ja, ich bin mich so auf Tarsia 2 gewohnt jetzt, weil ich nur Tarsia 2 gespielt habe, wenn. Und dann, ja, keine Ahnung, da ist halt, das ist so ein Hardcore-Oldschool-Server, würde ich jetzt sagen. Nicht zu Hardcore irgendwie, aber ist schon Hardcore. Mit dem Dito läuft das auf jeden Fall. Der Dito regelt mit uns zusammen. Wieder BDA und Overarch-Truhe. Gucken, was wir jetzt rausbekommen. Drachengott Angriff, auch geil. Mich wundert es gerade nur, dass hier nicht so viele Mädchen stehen, aber. Jo. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist mit neuen Maps, ob es hier neue Maps gibt oder so, ob man die braucht. Puh, keine Ahnung. Ja doch, aber läuft. Ich habe mir gerade so jetzt eigentlich gerade in dem Moment ist mir so ein Gedankenblitz gekommen, dass ich eigentlich ein Farmpart machen könnte, wo ich einfach so 2 Stunden lang mit dem Doppeldrop OTM farme und das aufnehme und euch dann so ein bisschen zusammen, ja wie soll ich sagen, zusammenschneide. Nee, eigentlich nicht schneiden. Einfach, dass ich euch dann das so zeige. Irgendwie 7-fach, 10-fach Geschwindigkeit, weiß auch nicht, wie ich das mache. Oder immer nur die Drops kurz zeigen oder so. Ah, mit Drops zeigen kann ich mal. Auf jeden Fall, ihr werdet sehen. Einfach, damit ich nicht allzu viel Zeit hier mit Farmen verschwende. Wo ich dann immer aktiv reden muss, weil ich vor allem auch, weil ich im Moment ja eben nicht so ganz fit bin. Und das dann ganz schön crap ist. Aber nun ja. Weil ich hier einfach noch so einen geilen Liebeshandschuh habe, den ich dann aufbrauchen kann. Mondis droppt man hier, glaube ich, auch immer. Ich glaube, es ist kein Mondi-Event oder so. Kampffrosch skill ich jetzt einfach auch mal hoch. Ups, kann ich ja noch mehr skillen, ist ja geil. So, leider noch kein Dings. Wie heißt das? Was habe ich jetzt? Furcht habe ich jetzt aufgenommen. SW nehme ich jetzt auch mit, weil wir das später brauchen. Leveln finde ich einfach krass, dass es eigentlich ja, eher langsam geht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ist geil eigentlich, weil man dann beim Farmen nicht unbedingt Anti-XP jetzt am machen muss auf dem Level, wo ich gerade bin. SW packe ich jetzt auch hier nach unten. Ja, das war gerade im Furcht, glaube ich. Ich habe schon 4 Furcht FPs, nice. Switch hat man hier eigentlich auch genüge. UBS, warte, kackt das ab, wenn ich jetzt Dings öffne? Den Dings Item Shop, ich glaube nicht. Vote Shop. Okay, anscheinend könnte man auch irgendwie voten. Ich weiß einfach noch nicht wie. Werde ich mir gleich mal angucken. Vielleicht kann ich uns, beziehungsweise mir dann mal was ervoten. Aber läuft, läuft. Ich glaube, man kann ja auch Monster-Boni haben, irgendwie. Sechste, siebte vielleicht. Ich weiß es nicht. Energiesplitter droppt man hier auch so nebenbei, glaube ich. Oder habe ich die aus Mondis bekommen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich 3 Energiesplitter. Dann Truhe der Verzauberung kommt auch automatisch in das Inventar, wo Segenskugeln, Adder und Switcher Dingsen kommen. Ja, jetzt habe ich Segi. Geil, man braucht keine Up-Items. Okay, Ladies Plus eingezogen. Läuft! Musch, ja, Seelenstein läuft bei uns.
Stein der Hast plus 4 nehme ich jetzt einfach auch mal mit, packe ich auf die zweite Inventarseite. Ich werde dann wahrscheinlich erstmal ein Level bleiben und irgendwie, keine Ahnung, welches Level. 55 vielleicht und mir Aura P machen. Also, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das auf dem Server so, dass man das hier überhaupt nicht schafft. Aber ich habe jetzt einen Seeli schon, von daher denke ich schon, dass das möglich ist, Aura P zu ziehen hier mit Level 55. Oder sonst sicher ja, G halt. Ja, keine Ahnung, wegen den FPs muss ich noch schauen, ob man die auch alle farmen muss. Aber, ja, doch. Ich hoffe, es gefällt euch auch so jetzt mal, wenn ich einfach ohne einen Plan in das Dings, in das Projekt reinstarte. Ich habe jetzt keine Ahnung von Inception 2. Wie gesagt, ich habe keine Spielerfahrung oder so. Ich bin ja einfach gerade so random am irgendwelche Sachen machen und erzähle euch vielleicht irgendwelche Kacke, die gar nicht stimmt. Was ich gesehen habe, kann ich ja sagen. Ich habe jetzt null Talent. Okay. Ach so, dafür braucht man die Jagdaufträge. Dann würde ich jetzt zum Beispiel ein DS, ein FKS, ein Bewegungsgeschwindigkeit oder Wit. Ja, okay. Ist okay, ja, Seli. Furcht. Perlis plus 9, keine Ahnung gerade, was die bringen. Ich nehme sie einfach mal mit, guck sie an. BH, ups, habe ich die jetzt gar nicht aufgenommen. Perlis? Ne, Muschel habe ich nicht aufgenommen. Die will ich noch mitnehmen. BHB brauche ich nicht. Ein Ninja plus 4 nehme ich jetzt einfach auch mal mit. Keine Ahnung, ob die hier was bringen. Ja, die Ohrringe geben Wit. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Ich werde dann irgendwie gucken, ob man hier irgendwo Ebis bekommt. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal 30 leveln und dann wahrscheinlich mit 30 ein bisschen OTM farmen. Gute Perle bekommen, nice. Ist halt entspannt hier, dass man die Sachen direkt ins Inventar bekommt und dass man sieht, was für ein FB das ist und so. Also bis jetzt gefällt mir der Server richtig gut. Kann ich also nicht meckern oder so. Ich klicke jetzt mal, okay. Ich wollte einfach mal gucken. Jo, auch FPs. Vielleicht, ich kann auch mal gucken, ob es irgendwo ein Shops gibt oder so. Oder ob hier irgendwer auch FPs verkauft. Ich frage dann einfach mal nach, wie das hier ist. Weil ja, mit M1 rumrennen, das ist schon ein bisschen crap für einen P-Server. Und jetzt, wenn wir down gehen, so wie es ausschaut. War es Stufe abgekommen oder was war das jetzt? Wieso gehe ich gerade so low? Was ist los? Okay, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Aber egal, egal. Wir schaffen das. Jo. Muschel. Seelenstein. Ja, doch, das wird klappen mit dem Dings. Ups, Hinterhalt will ich nicht. Drei Wege will ich. Alles klar, das war's dann von diesem Part Inception 2. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich wieder mal Inception 2 ja, hochlade. Wenn ihr mir andere Themenvorschläge habt oder Vorschläge von Spielen, die ich let's playen könnte oder wünsche oder so, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Und ja, alles klar, haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss.